Ja, ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. So, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Was haben wir hier, außer dass wir einen schönen Roller haben, der richtig gut aussieht? Der sieht ja aus wie eine 125er, ist aber eine 50er. Aber all das nützt uns nichts, wenn die Karre natürlich nicht rennt. So Leute, das Problem bei dem ganzen Ding ist, dass leider hier nichts passiert. Ich drehe mal den Schlüssel um, drücke mal den Starter. Gut, die Batterie bricht auch bald zusammen, aber das alles bringt's nicht, weil ich habe hier was festgestellt, was nicht ganz so geil ist. Wir haben hier nur noch 3 Bar. So Leute, kommt mal her. Ihr müsst mal ein bisschen näher rankommen. Und zwar geht es hier darum, und das ist das ja, wo Roller Rolf wieder in Aktion kommt. Dieses schöne Ding ist mal gekauft worden und verschenkt worden und so zum Geburtstag, was ja eine tolle Sache ist. So, dann ist derjenige damit schön durch die Gegend gefahren, alles war super, dann ist die Garantie abgelaufen und dann, wie so oft bei Artikeln heutzutage, hat das Teil den Geist aufgegeben. Aber jetzt kommt's. Und dann ist derjenige natürlich, was ganz normal ist, zu der Werkstatt hingefahren, wo dieses Teil neu gekauft worden ist und hat gesagt: Hilfe, Hilfe, bitte, liebe Leute, helft mir, mein schöner Roller rennt nicht mehr. Und dann haben die Leute von der Werkstatt, könnt ihr wieder sagen, ich gehe auf Werkstätte los, aber es sind nicht alle schlecht, aber es gibt leider auch so eine Werkstatt, und die schlechten Dinge merkt man sich natürlich etwas mehr. Und dann hat die Werkstatt gesagt: Wir können Ihnen da nicht helfen, wir machen nichts. Und so ist der gute Mann dann auf Roller Rolf gekommen. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie ich das Ding in den Griff kriege. So, seht ihr, das ist also wirklich ein schickes Ding. Ich zeige euch das mal so, damit ihr euch da mal ein Bild von machen könnt. Ne? Also, ich finde das Ding schon richtig geil. Sieht wirklich aus, als wenn wir hier einen 125er oder noch was Größeres hätten. Und so, also das ist schon eine tolle Sache, muss man ganz ehrlich sagen. Auch hier die Seite könnt ihr euch noch mal angucken. Ne? Hier mit dem Auspuff und so, also das finde ich schon mal gut. Ne? Dann gucken wir noch mal hier vorne hin. Ne? Hier haben wir nämlich dann auch so ganz tolle Armaturen. Das ist eine schöne Sache. So, wie gesagt, also die Armaturen sind wirklich schon schick. Wir gucken da mal auf den Tacho. Also ich sehe auf den Tacho 2733,2, was jetzt nicht wirklich viel ist. Und da ist ein Motorschaden natürlich schon eine üble Geschichte. Dann zeige ich euch noch mal, ich schwenke mal hier so ein bisschen rüber. Da haben wir wieder die Frage der Qualität. Seht ihr das hier? Das ist jetzt nicht wirklich richtig geil. Ne? Aber gut, das Ding hat lange draußen gestanden, aber deswegen sollte sowas nicht sein. Ich hätte mir da zumindest schon was einfallen lassen, weil das sorgt natürlich dafür, dass dieser schöne Roller im Endeffekt dann nicht wirklich schön aussieht. So, aber jetzt geht's los, wollen wir mal ein bisschen arbeiten. So, wir müssen ja jetzt am Motor. Und dann müssen wir natürlich hier erstmal das Helmfach und den ganzen Plastikkram hier entfernen. Und weil wir den Motor aufmachen müssen, müssen wir natürlich auch noch den Auspuff entfernen. Und wir wollen mal gucken, was da noch so auf uns zukommt, was ich noch abmachen muss. Ich hoffe, dass es nicht ganz so viel ist, aber das sieht man immer erst, wenn man dann am Schrauben ist. Natürlich auch hier hinten, der Gepäckträger muss auch ab. Ja, da kommt schon einiges auf mich zu. So, los geht's. Dann wollen wir mal gucken, was jetzt hier alles ab muss. Erstmal Schlüssel rein, Helmfach auf. Und dann werden wir uns mal ein Bild machen. Gut, das ist jetzt hier auch nicht wirklich schön, aber so ist das halt, wenn die große Liebe vorbei ist, bleibt manchmal nicht so viel über. So, hier haben wir erstmal so eine Abdeckung. Hier ist auch ein Bordwerkzeug drin. Wir machen diese Abdeckung ab. Dann, hier waren wir natürlich schon dran, ziehen wir diese Dinger los. Ne? Neben Kreuzschlitz, Schraubenzieher und müssen natürlich erstmal die Batterie entfernen. Das ist klar. So Leute, weiter geht es. Wir müssen jetzt erstmal hier
hier ist eine Schraube, eine Zehner, da ist eine Schraube und hier sind zwei Schrauben, die müssen wir entfernen. Die Sitzbank lassen wir dran. Das wäre eine unnötige Arbeit. Wenn wir die wegmachen, wir nehmen das Ganze dann komplett raus. So Leute, wenn wir das gelöst haben, ich nehme mir mal hier so von der Sprühdose einen Deckel, da packe ich sämtliche Schrauben rein, damit ich die auch wiederfinde. Dann gehen wir bei diese Batteriekabel, stecken wir hier so durch, damit wir da nicht hängen bleiben. Na, die werden wir hier ausstecken. So, und dann müssten wir normalerweise dieses Helmfach jetzt nach oben ziehen und seht ihr, dann stellen wir uns das zur Seite. So sehen wir jetzt hier schon mal was von dem ganzen Motor und stellen natürlich fest, dass wir hier den Tank fürs Zweitaktöl auch entfernen müssen. Aber so ist das bei Arbeiterei, sieht man dann immer, was auf einen zukommt. So, um den zu entfernen, müssen wir natürlich hier den Stecker abziehen, das ist das Beste. Und dann jeweils die Schrauben lösen, das müssten auch Zehner sein. Und dann können wir den rausnehmen, passt auf, da muss ja der Schlauch sein, wo das Öl dann zum Vergaser geht und so, dass euch die Scheiße nicht rausläuft. So, als nächstes mache ich hier den Gepäckträger ab, dafür habe ich einen 6er Imbus gebraucht, da ist eine Schraube und hier auch. Dann können wir den auch runternehmen. Ne? Sieht ein bisschen dreckig aus, aber das passiert im Laufe der Zeit. So Leute, die Nummernschildhalterung müssen wir wohl auch abmachen. Das heißt, hier ist eine 8er Schraube da und so. Da weiß ich nicht, ob ich die abmachen muss, das muss ich probieren. Und hier seitlich sind auch noch welche, die muss ich auch abmachen. So, wenn ihr dann den ganzen Kram gelöst habt, seht ihr, dann macht er das hier weg. Hier sind die Steckverbindungen. Da muss man dann drücken, zieht die so auseinander. Ihr braucht euch keine Gedanken machen, dass ihr die verwechselt. Seht ihr, so sieht der eine Stecker aus. Und der andere Stecker auch. Die haben verschiedene Größen und passen wirklich nur aufeinander so. So, ich habe jetzt den Öltank hier auf die Seite gelegt, achte darauf, dass der Deckel schön zu ist und habe mir gleich hier so einen Behälter hingestellt, falls hier jetzt die Suppe rausläuft, aber da muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Und dann ziehen wir hier das ab. Hier gehen wir bei, vorsichtshalber. So, hier an diesen Schlauch, da mache ich Folgendes. Nehme einen Schraubenzieher, der ist ein bisschen zu dünn hier, wo das Öl dann normalerweise rauslaufen könnte. Dann nehme ich hier, ich habe hier so ein Teil liegen, ich hebe hier alles auf. Ne? Meine Frau schimpft immer mit mir. So, und dann stecke ich das hier so rein, reinstecken. Ne? So, und dann seht ihr, dann kann hier nichts mehr rauslaufen. Wir können das hier oben irgendwo hinlegen. Ne? Das ist auch noch schön, hält gleich so ein bisschen. Ah. Manchmal habe ich ja schon Blitzmomente. So, der Ölbehälter ist hier drin. Hier können wir natürlich auch noch eventuell was draufstecken. Aber da muss ich erst noch was erfinden. Ne? So Leute, jetzt natürlich ist ganz klar, ne? Ich bin ja in der Gewerkschaft, ne? In der deutschen Rollerolf-Gewerkschaft. Jetzt muss ich natürlich erstmal eine Pause machen, ne? Nachdem ich jetzt schon eine ganze Menge geschafft habe und wie das dann so ist. Ne? Ja, ein kleines Käffchen. Schon lecker, ne? Muss man sagen. Ne? Vor allen Dingen heute ist ja ein bisschen zügig, ne? Und deswegen, und natürlich, ne? Ich will keine Reklame machen. Ne? Eine kleine Zigarette anmachen. Ne? Ich habe übrigens das Rauchen schon ein bisschen reduziert, muss ich euch ganz offen und ehrlich sagen. Ne? Ich habe sonst immer so circa 20 Zigaretten am Tage geraucht, jetzt sind es nur noch 18. Ne? Gut. Ich mache eine Pause und dann geht's weiter hier. Dann kommen die ernsthaften Sachen. So, seht ihr? Ne? Das sieht also nicht mehr ganz so schön aus. Ich gehe hier mal ein bisschen ran, um euch das Ganze mal zu zeigen, damit ihr das seht. Ne? So, hier sieht das Ganze dann im Motorraum so aus. Da müssen wir jetzt ran. Da unten
Das müssen wir auch noch abmachen. Und natürlich auch den Auspuff. Na, das sind jetzt die nächsten Schritte. So, ich habe jetzt eine andere Batterie rangemacht, habe dann was festgestellt. Seht ihr das hier? Das ist das Kabel, was zu der Hauptsicherung geht. Ne? Das muss also so labbrig gewesen sein, hier diese ganze Geschichte, dass das eben bei Abmachen der Batterie wohl weggebrochen ist. Ich habe eine vernünftige Batterie rangemacht, weil ich will euch jetzt nochmal zeigen, wie die Kompression ist. So, seht ihr, ich habe das jetzt ordentlich gemacht, weil so wie das vorher war, ne, kann man das ja nicht einfach nur da unterfriemeln. Aber es gibt so eine Kandidaten, die das machen. So ist das alles vernünftig. Und so, und jetzt gehen wir zur anderen Seite und drücken mal die Kompression ab. So, der Gerät ist dran. Wir entlüften hier nochmal. So, und dann wollen wir mal gucken, was jetzt passiert hier. Zündschlüssel rum. Batterie ist gut und dann gucken wir mal. Seht ihr? Das sind etwas über 3 Bar. Selbst wenn er damit laufen würde, würde euch ein AOK-Shopper wohl überholen. Aber nochmal runter. Nochmal das gleiche Spiel. Immer zweimal ist besser als einmal. Seht ihr, jetzt ist er genau auf 3 Bar. Also das ist nicht gerade prall. So, jetzt setzen wir nochmal die Batterie. Seht ihr hier unten, das Gelb leuchtet, 12 Volt. Tschö. Na, das ist nicht so prall, aber wir haben hier wenigstens eine große Batterie, was schon nicht schlecht ist. So, jetzt müssen wir hier noch die Plastikabdeckung abmachen, damit wir den Motor kommen. Da hatten wir hier eine Imbus und hier eine normale Schraube. Die habe ich schon gelöst. Und jetzt müssen wir noch zur anderen Seite hin. So, dann müssen wir hier ran. Hier sitzt auch nochmal eine Imbusschraube. Gelöst habe ich sie schon. Jetzt drehe ich die ab. Ist übrigens ein 5er Imbus. Kann man ja mal erwähnen. Na? So. So, seht ihr, ich habe das jetzt hier alles gelöst. Übrigens, wenn ihr die Lichtmaschine machen müsst, müsst ihr da auch ran. Müsst das hier alles abbauen. Dahinter sitzt dann noch ein Polrad. Das braucht das einen speziellen Abzieher für. Ich muss noch den Auspuff lösen und das Plastik von der anderen Seite abmachen. So, nachdem wir die Abdeckung abgemacht haben, sehen wir hier den Motor bzw. Zylinder, ne, den Kopf und sehen hier schon, dass hier Materialunterschiede sind und so. Ne? Da seht ihr schon hier, das sieht sehr mitgenommen aus, aber das sind wieder nur Äußerlichkeiten. Wir müssen das Ding aufmachen und erst dann wissen wir es. So, wie gesagt, der nächste Schritt ist dann, dass wir den Auspuff lösen. Ich habe hier, sind 2 Schrauben, da eine, die habe ich schon mal gelöst. Und jetzt gehe ich mit der Hand bei. Ich habe Glück gehabt, die ließen sich auch verhältnismäßig gut lösen. Und dann schraube ich die mit der Hand ab. Ne? Leider könnt ihr hier nicht viel von sehen, aber wie man eine Schraube abmacht, das seht ihr ja wohl. Ne? Das wisst ihr ja. So, dann als nächstes werden hier diese 13er gelöst. Ich habe sie schon mal losgemacht. Dann nehme ich jetzt hier die Nuss, schraube die raus. Die erste. Ihr sollt ja auch sehen, wie ich so Schwerstarbeit mache. So eine Schraube raus machen, das ist schon hart, echt. So, wenn wir den Auspuff dann soweit gelöst haben, müssen wir noch hier beigehen. Sieht schon etwas rostig aus. Mit einem normalen Schraubenzieher diese Schelle lösen. Und dann müssten wir hier diesen Schlauch abziehen können. Ja, schön gesagt. So, seht ihr, der Schlauch ist auch ab, ne, nach stundenlanger Schwerstarbeit. Und der Auspuff liegt hier auch. Jetzt sind wir schon fast am Ziel. So Leute, ich habe jetzt hier diese Schrauben gelöst, das sind 10er. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ne,
Jetzt nehmen wir erstmal den Zylinderkopf runter. Machen hier mal einen Blick drauf. Oh, könnte besser aussehen, aber wir müssen das mal richtig begutachten. So, achtet drauf, wenn ihr die Schrauben löst. Ne? Mit Vorsicht. Und jetzt machen wir den Zylinder runter. Hier ist noch eine Dichtung. Die müssen wir auch noch runter machen. Das wird natürlich ein bisschen schwieriger. So, aber jetzt bewegt er sich. Und jetzt schieben wir den mal hier nach vorne. Da klemmt schon mal was. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. So, die Dichtung. So. Und jetzt gucken wir mal hier. So. So, Leute, jetzt haben wir hier den Kolben. Seht ihr? Im Augenblick so. Sieht er jetzt nicht so wirklich schlimm aus. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. So, Leute, die Tagesaufgabe habe ich erfüllt. Seht ihr? Hier haben wir alles. Zylinder, Zylinderkopf, Kolben, Nagellager, die Hülse und den ganzen Kram. Und die Analyse mache ich dann im nächsten Video, weil meine Tagesaufgabe für heute habe ich erfüllt. So, Leute, ich muss jetzt noch ein bisschen sauber machen hier den Arbeitsplatz. Ne? Also, seht ihr hier? Ne? Boah. Ne? Man sagt ja, wenn man angefegt wird, kriegt man keine Frau mehr ab. Ne? Aber da habe ich ja kein Problem mit. Ne? Und wir werden dann mit dem King hier, ne? Also man kann ja diese Namen teilweise nicht aussprechen. Und so werden wir beim nächsten Mal sehen, was los ist. Ich habe mal, wie gesagt, mein Tageswerk erstmal verbracht. Ich mache eine Analyse, was da genau neu bestellt werden muss. Und so wünsche ich euch noch allzeit gute Fahrt und so. Und dann gucken wir im nächsten Video natürlich, wie ich das Ding wieder zum Rennen bringe. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Euer Roller Rolf. Und ich muss jetzt hier weitermachen. Der Arbeitsplatz muss ordentlich sein, wenn ich hier sonst reinkomme. Das nächste Mal kriege ich einen Kotzen. Bis dann. Ciao. Lass an. Man kann ruhig sehen, dass ich hier auch Drecksarbeit mache. Als Fachkraft. Boah. Ey, was sich hier angesammelt hat. Was für eine Sau. Boah. Berge von Dreck. Und alles von irgendwelchen anderen Rollern. Das ist ja ekelhaft. Man kommt sich ja vor hier, ne, da kriege ich ja eine Staublunge, da ist ja Rauchen ein Scheißdreck gegen. So, Leute, ich muss jetzt meinen Arbeitsplatz noch sauber machen, weil das ist immer ganz wichtig. Nach getaner Arbeit muss man seinen Arbeitsplatz sauber machen und so. Und dann sehen wir natürlich im nächsten Video, wie es mit dieser... Wie heißt das komische Ding nochmal? Lux King. Ne? Oder? Hier steht es doch irgendwo drauf. Auf jeden Fall irgendwas mit King. Ne? Nicht King George, auch nicht King Roller. Ne? Auf jeden Fall Lux King. Ne? Wollen wir mal gucken. Und so. Wie heißt das? Heißt das jetzt wirklich so? Das ist mir zu doof.